Willkommen beim Ö3 Austria Party Podcast. Video und Audio auf einmal, gleichzeitig. Eine absolute Premiere. Ihr seid auf einmal via Video mit dabei, während wir den ganz stinknormalen Audio-Podcast machen. Und das hat zwei Gründe. Ja. Erstens, weil wir immer wieder reden, wie es in diesem neuen Studio ausschaut und dass wir uns nicht damit auskennen. Genau. Das wollen wir euch mal zeigen. Und zweitens, das hier ist gekommen. Ein Paket. Aus USA. Aus USA von Roseanne. Und das werden wir nachher gleich aufmachen. Zuerst noch möchte ich den Gustav bitten, das zu tun, was er immer tut, nämlich dieses Ding rauf und runter zu fahren, dass die Leute mal sehen, was das überhaupt soll, wenn wir da sagen, es ist... Achtung! Ihr könnt es übrigens jetzt gerade auf YouTube verfolgen, während... Dann machen wir es leise, dass man den Ton hört. Ja. So. Kamerakind Paul hat das genau im Bild. Das fährt. Ja, ich weiß nur immer noch nicht, wofür das genau... Nein, ist für die ganz großen Menschen, da kann man dann so stehen. Das ist dein Herr Martin, wenn du jetzt mal kurz... Herr Martin hat jetzt ein kleines Problem. Naja, es macht einen geraden Rücken. Ja. Aber man spricht frei, oder? Findest? Ja, aber der Kehlkopf ist... Naja, wurscht. Was außer... Ah! Das Paket! Wollen wir nicht zuerst über die Charts reden. Machen wir es spannend, oder? Ja, oder? Was ich auch noch anmerken möchte, ich sehe das erste Mal, warum haben wir hier im Studio ein Bild von einer nicht fertiggestellten Brücke am Monitor? Aber schon seit es das gibt. Das ist das Desktop-Hintergrundbild. Was sagt das? Was sagt das aus? Symbolisiert. Und schaut, im anderen Studio ist gerade eine Führung. Ja. Die wollten vorher hier rein, wir haben es verteidigen können. Kannst du das bitte wieder für Kleinwüchsige einstellen, das Mischpult? Ich fühle mich irgendwie wirklich so. Ja. Okay. So Dings. Ah, so. Sehr schön. Also, in der Wertung der Ö3 Austria Party heute jede Menge Neueinstiege. Ja, Gramwuzzi Kapuzzi. Am ersten Neueinstiegsplatz ist ein Schweizer. Ja. David May. Ist nicht DJ Bobo, aber. Aber fast. I'll be watching you. 0 auf 38. Der Song dürfte bekannt sein. Pass auf, Achtung, jetzt kommt's. Möge sich Sting jetzt umdrehen. Oh. Ah, das gefällt dir, gell? Ja. Das ist ab. Da kann ich mal... Da wird er sich nicht gefreien, das Ding. Ich kann mir einiges dazu vorstellen zu dem... Ja? Ich finde ja, also, weil mir gerade der Gedanke gekommen ist, die Jackson-Familie hat das eigentlich super vorhersehend gemacht. Die haben den Michael Jackson einbetoniert, damit er sich nicht im Kreis drehen kann. Richtig. Wir haben uns ja schon überlegt, ob wir den Podcast... Absagen. Ja. Naja, nicht absagen. Ja. Also, wie heute bei der Pressekonferenz. Because of we underestimated the troubles with the big stars, with the Terminplan. The Austrian Media. Asshole. Ja, genau. We postpone the show till 2010 in London, Wembley. In Hollabrunn. Hollabrunn. Ja, in Hollabrunn. Ja. Hollabrunn Tennis Center. Ja. Genau. Nächster Neuenstieg. 0 auf 37. Ja. Carrie Hilson, Knock You Down. Bekannt aus den US-Charts. Schon, gell? Schon ein paar Mal gelaufen auch bei uns. Auf Sam. Ja. Ne? Ja, Jetzt. Ja. Jetzt kommt. Ich muss in die Kamera schauen, oder? Das ist jetzt sehr ungewohnt. Ja, wir haben das Kamerakind ist heute gefordert. Ja. Auf jeden Fall. Paul macht es. Lily Allen. Ja! Fuck you! Psst. So heißt das Lied. Ja. Fuck you. Passt heißt auf. Das. Achtung. Nur weil das gerade in Großaufnahme war, das Mischpult. Die meisten Knöpfe haben überhaupt keine Funktion. Ja? Das muss nur so cool Schaut ausschauen, cool aus, weil ja. man jetzt damit... Da, ja, das, da kann man da... Die meisten Knöpfe machen gar nichts. Die leuchten zwar grün und rot. Da kann man zum Beispiel... Da kann man so rumdrücken. Das passiert gar nichts, wenn man das drückt. Ja, siehst? Das ist alles nur auf wichtig. Also, Herr Martin, du nimmst das nicht so ernst. Entschuldigung, ich bin abgeglitten. Ist ein super Lied, oder? Fuck you. Ich habe die Explicit Version runter... Und jetzt hoffe ich. Ne? Haben wir gedacht, das... Gibt's auch eine? Gibt's es gibt eine... You! Ne? Wirklich? Ja. Da haben die aber viel zu tun gehabt. Ja, was ja vollkommen Banane ist. So. Ja, da gibt's den Hänger. Ne? Tja. Was soll man da jetzt... Bushido. Oi. Ich mag ihn nicht.
kann ihn nicht leiden. Nicht mal die Plattenfirma mag ihn. Ja. Ich habe mir dieses Lied wirklich und diesen Tag, ich meine, es ist der 11. September heute, ja, das ist ein Tag für Katastrophen, das hat die Geschichte bereits bewiesen. Ich habe mir dieses Lied gerade, damit wir es spielen du können, hast es gekauft? Bei iTunes gekauft, weil Nein. die Plattenfirma, Nein. die das vertreibt, hat dieses Lied nicht und kann mir dieses Lied auch nicht schicken. Nächste Woche dann. Nur heute sind halt die Charts im Radio. Ich habe mir gerade um 99 Cent Bushido gekauft. Ja, das wird nächste Woche am Platz höher sein, Herr Martin. Und wir wissen alle, wer das... Und dann bin ich schuld. 99 Cent. Was hätte ich damit machen können? 1 Cent drauflegen und hätte man Cola im Cola-Automaten kaufen können. Ja, hören wir es uns trotzdem an. Na, also wenn du aus. Schon so Mühe gegeben Bushido hast. Produziert Frank... Eine Chance zu Gangster. Ich wollte diesen Weg hier nie gehen, denn du frisst Dreck. Und wirst du kriminell, kommen die Bullen und du bist weg. Du hast nur eine Chance, man ergreift sie, die Street bleibt. Für immer tief im Herzen, Frank Mohammed Ali 2. Southside. Northside. Pass auf, Achtung. Mein Respekt geht außer. Er singt doch über gestohlene BMW wieder. Er singt ja, immer über. Der BMW ist gestohlen. Ja, ja. Ey, ist ey. Hättest noch halt versichert. Ja. Höchster Neuanstieg, Ladies and Gentlemen. Culture Candela. Schöne neue Welt. Und das ist wirklich schön. Das ist, wir sind sehr zufrieden, Herr Martin und ich. Herzlich willkommen in unserer schönen neuen Welt. Ja, von 7 wieder auf 3 rauf, David Guetta, Sexy Bitch. Das ist genau die Musik vom Herrn Martin. Nein, mit dem kann ich ja noch mehr anfangen als mit Bushido, ja? Ja, das, wobei das ist kein Kunst. Schau, der Ölk will rein. Nein, haben ja die Tür von innen zugesperrt, sonst Achtung, nicht. Achtung, neuer Platz 1. Die Nummer 1 der letzten Woche hören wir jetzt auf Platz 2. Tonight's gonna be a good night. Das war... Und was mag wohl sein? Ja, es ist Marit... Sie war übrigens... Marit Larsen war hier. Ja. Da, wo der Martin steht. Man kann es noch riechen. War Marit Larsen. Und ich musste, nur damit ihr euch vorstellen könnt, ungefähr wie groß Marit Larsen ist. So, ich musste das Pult, damit sie gescheit stehen kann. Das wäre eine Frau für mich dann quasi, gell? Auf so runtergeben. Na. Marit Larsen ist ein Zwerg. Neue Nummer 1. Ja? If a song could get me you. Schon wieder. Ach, mein Gott, ist das... Schön. Das war der heutige Countdown. Jetzt kommt die Postdecke und ich bin schon so aufgeregt. Was für eine Postdecke wir heute haben, das ist unglaublich, das ist das... Nicht nur, ja, also ja. Nicht nur, dass wir Post bekommen haben. Haben wir Post bekommen, die wirklich Post ist? Aber man muss vielleicht doch die Vorgeschichte ausholen. Ja. Wir hatten vor einem halben Jahr ungefähr ein Mail von einer Dame aus Amerika und das ist die... Roseanne Cosson. Die Roseanne arbeitet bei der, ich glaube, bei der Patentbehörde in den USA. Sowas in der Art? Ja, irgendwas mit Markenschutz und so weiter. Und sie hat uns vorgeschlagen, wir, also der Herr Martin und ich, sollen die Rechte für die Marke Ö3 Austria oder Pforti für uns sichern. In genau. den USA. Unser Chef war begeistert. Er war hin und weg. Wir können mal. Paul, kannst du mal durch die Tür filmen? Durch die Tür? Da sieht man unseren Chef nämlich. Ja, da sieht man. Und er war von dieser Idee begeistert. War sichtlich nach wie vor noch begeistert von unserer großartigen Idee. Aber spannend. Wir haben nett mit der Roseanne geplaudert. Ja. Per Mail und auch jetzt per Podcast. Jetzt unaufgefordert kam ein. Einfach ein, so. Ein Paket. Ja? Ja. Die Roseanne hat das First Class geschickt. Aus Amerika, ja, per US Postage, Dingsbums. Und zwar ist es schon am 3. September weggeschickt worden und aber heute haben wir den 11. Es ist an Herrn Martin geschickt worden. Es ist an, und jetzt schaut euch das an, Herr Martin, ORF-Zentrum Würzburggasse 30, 1136 Wien. Dass das Ding überhaupt angekommen ist, ist, nein, Hitradio 3 steht auch dabei. Ja. Gott sei Dank, weil am Königlberg, die hätten keine Ahnung gehabt, wer ist ja Herr Martin. So, jetzt, willst du es wirklich aufmachen oder ist es dir zu heiß, weil wer weiß, was da drin ist.